Die Mariendistel ist mit einer Höhe von bis zu 1,5 Metern eine der größten Disteln. Medizinisch verwendet werden die reifen Früchte. Wichtiger Inhaltsstoff ist Silimarin. Dieser Stoff wird gegen leberschädigende Gifte eingesetzt. Mariendistel wird als pflanzliches Mittel bei toxischen Leberschäden, bei chronisch entzündlichen Lebererkrankungen und bei Leberzirrhose empfohlen. Verwendet werden von der Mariendistel hauptsächlich Fertigpräparate, Kapseln, Dragees oder Tabletten. Tee aus der Mariendistel ist für die Leber nicht so wirksam, weil die Inhaltsstoffe und die wirksamen Inhaltsstoffe nicht wasserlöslich sind. Sie können aber trotzdem einen Tee machen, der sehr gut bei Verdauungsbeschwerden und auch bei Gallenbeschwerden wirkt. Dafür nehmen Sie die Mariendistelsamen oder Früchte, die Sie in der Apotheke bekommen, zerstoßen die etwas, dann geben Sie 2 Löffel auf eine Tasse, gießen mit kochendem Wasser auf und lassen das Ganze mindestens eine Viertelstunde ziehen. Der Inhaltsstoff Silimarin wirkt in zweierlei Hinsicht. Zum einen stärkt er die Zellmembran und verhindert so, dass Lebergifte ins Zellinnere eindringen. Zum anderen regenerieren die Leberzellen schneller bei der Einnahme von Silimarin. Diese Wirkmechanismen sind wissenschaftlich nachgewiesen. Die Mariendistel wird bei verschiedenen Lebererkrankungen eingesetzt, von der chronischen Leberentzündung bis zur Leberzirrhose. Und auch klinische Studien haben gezeigt, dass der Einsatz von Mariendistel bei Personen, die hohen Alkoholkonsum haben, zu einer Verbesserung der Leberwerte führt. Vereinzelt können Mariendistelfrüchte abführend wirken. Weitere Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Verzichten Sie auf Mariendistelpräparate in Schwangerschaft und Stillzeit.